Ich bin hier im Grauen Esel und hier mache ich heute ein kleines, feines Konzert nach den feinsten Corona-Bestimmungen, weil hier ist es wirklich ganz kuschelig und lauschig. Dürfen nicht so viele Gäste heute rein, aber dafür wird es ganz besonders kuschelig und schön. Und der Gastgeber ist der Jo. Jo, komm ins Bild. Hallo, hi. Ja, erzähl kurz was über dich, Jo. Na gut, ich bin der Graue Esel, wir sind hier im Grauen Esel. Das ist das zweitälteste Gebäude in ganz Harburg. Die Geschichte vom Esel, die erspare ich euch jetzt, die kommt nachher. Und gut, den Laden gibt es in der Form seit 2017 als Coaching-Café gestartet, jetzt kulturelle Weinkneipe. Kann man sich natürlich vorstellen, dass Corona oft einen Strich durch manche Rechnungen macht. Gut. Das ist jetzt hier relativ schlecht zu verstehen, macht auch wenig Schönheit, aber ist einfach notwendig. Wir sind trotz allem eben auch dafür da, Künstlerinnen und Künstler, die sicherlich unter Corona mehr gelitten haben, sogar noch mehr als der Graue Esel, zu unterstützen. Und deshalb halten wir auch durch. Und ein Thema, was uns eint, nicht nur Musik, sondern lebe dein Leben, mach dein Ding. Auf dem langen Weg zu sich selber war Sabine 2020 das erste Mal versucht, in den Grauen Esel zu kommen. Das hat Corona einen fetten Strich durch die Rechnung gemacht. Corona ist geblieben, Sabine ist auch noch da. Nicht seit Zum damals, Glück. genau, und jetzt vorbeigekommen. Wir wollten es nicht wieder canceln. Es ist eine Hybridveranstaltung zwischen findet nicht statt und findet offiziell statt, findet im Rahmen statt, der eben Corona ging ist. Ich freue mich total, was passieren wird. Ich bin auch mal gespannt, was die nächsten Monate passiert da draußen. Wichtig ist aber, und das ist für mich die Kernbotschaft, ich bin sehr, sehr neugierig auf Sabine, lebe dein Leben, ist glaube ich dein Motto. Ja, lebe dein Leben und folge dem Klang deines Herzens vor Und allem. folge dem Ja, Klang oh. deines Warte Herzens. mal, jetzt war es gerade ganz dunkel. So, das schneidet die So, Sabine ich bestimmt. schneide das nochmal. So, jetzt haben wir nochmal das Licht von vorne. Okay, Jetzt sind dann wir sage ich besser nochmal zu mein sehen. Sprüchlein, Genau. lebe dein Leben und folge dem Klang deines Herzens. Das klingt ja schon so ein bisschen nach Volksmusik-Hitparade. Absolut. Bin auch mal gespannt, da steckt richtig was dahinter, weil Sabine ist lang gelaufen, um zu der Erkenntnis zu kommen. Ich bin total gespannt auf den Abend, wer weiß, wohin kommt. Wer Hier weiß im das schon? Vorlesen. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch total. Guten Morgen. Das war wieder mein sehr schöner Abend gestern im Grauen Esel. Vor allem, weil die Sonja Schörling vorbeigekommen ist, die ich ja auf dem Eselhof kennengelernt habe. Und wir haben uns ja da kurz unterhalten auf dem Hof, wo ich diese Eselzeit hatte. Und ich habe ihr erzählt, was ich mache. Und dann hat sie gesehen, dass ich im Grauen Esel auftrete. Und dann hat sie gesagt, da wollte sie schon immer mal hin. Und jetzt hat sie die Gelegenheit genutzt und ist vorbeigekommen. Und sowas finde ich immer total schön auf solchen ja, Reisen, solche Begegnungen dann zu haben. Die nächsten Tage habe ich wieder frei und ich fahre jetzt weiter ans Meer und schau mal, ob ich mit meinem Opel Combo da irgendein Plätzchen finde. Langweilig wird mir auf jeden Fall nicht, denn ich habe ein Kartenspiel dabei. Das habe ich geschenkt bekommen vom Grauen Esel. Also bleibt dran, abonniert meinen Kanal und schaut auch gerne mal in meinem Online-Shop vorbei. Da gibt es nämlich auch ein paar Songs von mir, ein kleines Album zur Tour, so eine Art Hörbuch. Da sind drei Songs von mir drauf. Da habe ich ein paar Geschichten eingelesen und eine Entspannungsmusik ist auch noch mit dabei. Hört ihr das? Hört ihr mich überhaupt? Da fahre ich einmal ans Meer und dann das. Kann ja nur noch besser werden. Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt. Es hat tatsächlich aufgehört zu regnen. Und hier hinten kommt sogar die Sonne raus. Tada. Und ich mache jetzt noch einen kleinen Abendspaziergang am Strand entlang und genieße ja, diesen wundervollen Ausblick. Urlaub! Einen wunderschönen guten Morgen von der Ostsee. Ja, wie geht es bei mir weiter? Ich werde jetzt frühstücken, dann werde ich noch einen Tag hier verbringen und dann werde ich wieder zurück erstmal nach Hause fahren, meinen Bus aufräumen, alles frisch machen und ein kleines bisschen was arbeiten. Und dann werde ich von dort aus wieder weiter starten. Bei mir ist es ja auch so wie bei vielen Künstlern momentan, dass ich von der Kunst zurzeit nicht leben kann. Das wäre schön,
Und deswegen arbeite ich noch an 2 Tagen in der Woche. Die liegen in der Mitte der Woche. Und von Donnerstag bis Montag werde ich dann weiterhin auf Tour sein und euch berichten von Menschen, die dem Weg ihres Herzens gefolgt sind. Und ja, auch weiterhin Konzerte geben und euch auch davon berichten. Aber jetzt mache ich erstmal Urlaub, einen Tag nur für mich. Und in der Zeit könnt ihr euch ja gerne meine Videos anschauen, die ich bisher hochgeladen habe von der bisherigen Tour. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und bis ganz bald.